Ahoi, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier in Kingdom Hearts 2. Ja, endlich geht's weiter. Oh mein Gott, ich komme wieder mal zum Aufnehmen. Es geht weiter mit Kingdom Hearts mit ein paar Neuerungen, die ich vorerst einmal erklären möchte. Wir befinden uns hier in Port Royal. Nach der Abstimmung, die wir gemacht haben, ich habe ja gefragt, ob ihr lieber ins Schloss des Biestes oder nach Port Royal wollt. Und ihr habt mit 3:2 geantwortet, dass ihr nach Port Royal wollt. Und jetzt sind wir hier. Yay! Aber keine Angst, ihr beiden, die für das Schloss des Biestes gestimmt haben, das Schloss wird auf jeden Fall natürlich auch noch kommen. Nun, einfach als nächstes. So, noch eine kleine Neuerung, die ich erzählen möchte. Denn ich werde in Zukunft nicht mehr 15 bis 20 Minuten Parts machen. Nein, sondern ich werde 5 Minuten Parts machen. Nee, Spaß. Natürlich war das Spaß. Ich werde 25 bis sogar eine halbe Stunde machen, denn ich finde, Kingdom Hearts ist ein ziemlich storylastiges Spiel und da alle 15 Minuten einen Cut zu setzen, ist meiner Meinung nach sehr suboptimal. Außerdem, je mehr Parts, sprich, desto kürzer die Parts sind, desto mehr Parts sind es, desto mehr ist es zu schneiden etc. und desto länger müsst ihr auf die Videos warten. Deswegen, ich nehme jetzt einfach länger am Stück auf, dafür, wie soll ich das sagen? Passiert halt mehr in der Story und wir kommen mehr voran. Na, da ich ein Typ bin, der gerne labert, wie ihr jetzt bestimmt auch schon wieder gemerkt habt, hallo, ist es, glaube ich, ganz gut. So, wie gesagt, wir sind hier im Port Royal und Goofy labert schon wieder irgendwas vom Hafen. Was kommt denn vom Hafen, lieber Goofy? Kommt, das sehen wir uns an. Ja, auf jeden Fall. Ja, denn wir sind schon zum zweiten Mal hier im Port Royal und ich bin gespannt, was für eine Geschichte uns heute erwartet oder dieses Mal. Ich hatte vorhin einen kleinen Schock, denn ich wollte Kingdom Hearts aufnehmen und habe vergessen, dass ich die Kingdom Hearts 1 ISO drin hatte, denn ich musste irgendwas Bestimmtes nachgucken für ein anderes Projekt, was sehr bald wieder kommen soll, munkelt man auf jeden Fall. Und habe vergessen, die ISO wieder zurückzusetzen und habe mich dann gefragt, warum die Karte hier nicht laden möchte. Habe voll den Schock gekriegt und so, bis ich dann gecheckt habe, das interessiert euch gar nicht. Naja, gut, dann gehen wir weiter. Habe ich mir schon gedacht, dass es euch nicht interessiert. Jack! Zora! Helft mir! Das heißt Zora, Donald und Goofy. Lasst ihr mich wegen Details dahinscheiden? Ei, ei. Ei, ei. Ja, wir haben ja die Leute schon ein bisschen geil equipped. So, wenn ich gerade das geile Schild von Goofy sehe, dann werde ich gerade, komme ich gleich einen feuchten, Alter. Da, jetzt geht's ab. Mal wieder hier in Kingdom Hearts gegen die scheiß Piraten. Oder gegen die untoten Piraten. Scheiße sind sie auch, aber oh, Moment, ich muss ganz kurz wieder reinkommen. Also Dreieck, ne? Jo, Dreieck war das hier. Okay, gut. Haben wir das auch wieder geklärt? Ja! Ich habe mir überlegt, ob ich ein bisschen trainieren soll, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen suboptimal vor. Denn ich habe das neue Let's Play von E-Gamer gesehen, wo er ein bisschen overpowered ist und eigentlich habe ich das ja in Dragon Quest auch so gemacht, dass ich ein bisschen overpowered war, dass man in der Story weiterkam. Aber andererseits, ich weiß nicht, Kingdom Hearts macht einfach nicht denselben Spaß ohne die Schwierigkeit. Und da ich ja auch schon in den letzten Parts ein paar Ausraster hatte, Mulan, keine Ahnung, finde ich das ganz funny, mal so als Abwechslung. Komm, jetzt stirb meine Fresse, Alter. Wie viele Schläge der einpackt, ne? Diese Piraten sind schon robust. Und diese Musik schon wieder, ey, zieht mich schon wieder in Bann. Diese Piraten waren verflucht. Nö, echt jetzt, Zora? Das ist ja komplett was Neues jetzt. Ich dachte, der Fluch der Azteken, des Aztekengoldes wäre Vergangenheit. Was hat das zu bedeuten? Irgendein Taugenichts muss sich daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, oder? Ja. Ausgesprochen schlau von euch. Immerhin bin ich ein Pirat, Freunde.
Jack! Sora! Oh. Die hat ein bisschen Testosteron abbekommen in den letzten Tagen. Die liebe Elizabeth. Elizabeth! Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Ich würde sagen, das riecht nach Fisch. Warte, Jack. Ich brauche eure Hilfe. Die verschwunden... Was? Die verwunschenen Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Also ging er zur Isla de Muerta, um den Aztekenschatz in Augenschein zu nehmen. Oh, in Augenschein? Ich nehme gleich was anderes in Augenschein, meine Schöne. Ich habe Angst, dass etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Muss ich das oder müssen wir das? Schau mal, Sora. Perfekte Pose. Ei, das war klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Oh, ich war gerade verwirrt. Ich wollte gerade mit Goofy antworten. Alleine? Wirklich, Jack? Zu der Insel segeln und gegen die verwunschenen Piraten angehen? Naja, das ist ja das, was wir für dich gemacht haben, ne? Also kannst du das auch für Will tun. Ihr seid ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch käme es an. Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeit ist? Nein, sicher bin ich mir nicht. Aber er ist schon zu lange fort. Ich wollte ja mit ihm gehen. Oh, du wolltest mit ihm gehen. Da hat er Nein gesagt, oder was? Aber er bestand darauf, dass ich hier bleibe. Ja, siehste. Ich kann ja nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack. Bitte bringt mich zu ihm. Bitte, die Holde meint. Oh. Alter Schwede. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profit für mich rausspringen. Ich werde euch entlohnen. Andererseits, ihr schuldet Will etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder wahr. Wollen wir? Oh Gott. Okay, also, dann müssen wir jetzt Will finden und ein weiteres Mal zur Isla de Muerta gehen. Naja, dieses Mal müssen wir Will retten, letztes Mal mussten wir Elizabeth retten, also mit den Rettungsaktionen, da geht's flott, meine Freunde, hier in Port Royal. Okay, wir setzen Kurs. Warum fahre ich bloß wieder zurück zur Isla de Muerta? Weil wir Will retten, hallo, hast nicht zugehört, du Kopf. Okay, dann wieder zurück in See stechen. Sudele! Oh Gott, jetzt ist wieder der Scheiß hier mit diesen blöden... Oh, Junge. Naja, gut, einerseits ist es ja auch cool, etwas anderes mal, dass man die Gegner nicht überall angreifen darf, sondern nur im Mondlicht, wo er jetzt wieder drin, nicht drin ist. Scheiße, verdammte. Ach, komm her. Das Problem ist aber echt das, dass die so viel aushalten, ne? Das ist brutal, Mann. Schaut euch mal das Leben an, das... Die Abschluss-Kombo-Schläge nehmen kaum was weg, ey. Das ist brutal, was die aushalten. Oder die haben einfach so eine lange Lebensleiste, ich weiß es nicht. Och Gott, jetzt kommen auch noch Herzlose dazu. Wo kommt ihr denn her? Seit wann... Ach, Herzlose gab es ja schon immer hier. Total vergessen. Die Piraten haben die total verdrängt aus meinen Erinnerungen. So, aber die kann man im Mondlicht angreifen. Und ich würde sagen, wir setzen mal die Drive-Form ein, einfach um sie zu trainieren. Ich habe ja gesagt, dass wir die öfter mal einsetzen werden. So, am besten gehen wir auf die Herzlosen. Tak, 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 tak. Wärm. Sprung. Und weiterhauen. Zack. Okay, das war's. Jetzt kommt der Pirat dran. Ja, komm mal her. Komm mal her, Pirati. Pirati. So. Ich glaube, hier kann man auch gut trainieren, weil die Heldenform sich zurücksetzt, wenn man da ankommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sollte so sein zumindest. Ja, mit der Heldenform ist es ja so, wie viele Schläge man macht, je weiter kommt man im Level. Bei der weisen Form ist es so, je mehr Herzlose man besiegt, desto höher kommt man. Die Interceptor, Steuerbord voraus! Bei der Meisterform bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Oh, Will! Das ist nicht lustig, Jack! Er ist schon am Trauern. Wir müssen ihn retten! Ja, und bei der, wie hieß sie? Weisen... Will! Nee. Wach auf!
Elizabeth. Was ist passiert? Die Medaillons und die Steintruhe. Jemand hat sie gestohlen. Dann wurden wir angegriffen, aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Sein Gesicht war verdeckt von einer schwarzen Kapuze. Oh, oh. Die Organisation. Wir entkamen aus der Höhle. Aber der Schurke hat uns eine furchtbare Kreatur auf den Hals gehetzt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe als Einziger das Schiff erreicht. Will. Elizabeth, ich bin etwas erschöpft. Hier kommen wir ins Spiel. Aber bereitet euch gut vor. Wir wissen nicht, was da draußen wartet. Entschuldigt bitte, ihr Lieben. Aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so? Einfach so. Tja, aber andererseits müssen wir ja auch wissen, was das für ein Typ war mit der Kapuze, weil wenn das echt einer von der Organisation ist, dann geht uns das schon etwas an, lieber Jack. Tja, was ich sagen wollte, bei der Heldenform ist es so, je mehr Schläge man macht, desto weiter kommt man. Bei der Waisenform ist es so, dass je mehr Herzlose. Bei der Meisterform bin ich mir leider nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mehr. Und wie hieß die letzte Form? Nicht Antiform, oder? Das war das Schwarze, das wo Sora sich selbst in so eine Art Herzlose verwandelt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber genau, die Überform, richtig. Die Überform ist, glaube ich, so, je mehr niemanden man tötet, desto weiter kommt man. Könnt ihr mir ja bitte in die Kommis schreiben, falls ihr das noch wisst. Würde mich nämlich interessieren, denn ich glaube, warte mal, haben wir? Na, ich kann gerade nicht nachsehen. Aber wir haben ja, glaube ich, die Meisterform schon und die würde ich ganz gerne auch schon mal trainieren, weil die hat nämlich schon ein paar wichtige Abilities für den Zora. Außerdem kann man in der Meisterform Magie einsetzen, was in der Heldenform leider nicht möglich ist. So, okay, boah, tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie ihr hören könnt vielleicht. Ja, ja, laber nicht, Vibe. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Kreaturen oder Flüchen hören. Klar soweit, ich lasse das Schiff auslaufen, also schnell auf eure Posten. Ei, ei, Captain! Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt etwas schief gehen wird. Das hier ist kein Passagierschiff. Es war also die Organisation. Wir kümmern uns um ihn. Die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die sie zu diesen verwunschenen Medaillons hinzieht. Und dieser Herzlose hier, die Habgier in Person. Ich frage mich, ob sie würdig sind, der Organisation 13 zu dienen. Darauf willst du jetzt eine Antwort? So ist es. Okay, dann geben wir dir eine Antwort, mein Freund. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Dein kleines, Pendelviech kannst du dir schön mal in den Arsch schieben, mein Freund. Okay, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Man musste den, glaube ich, sogar zweimal besiegen. Und das erste Mal ist ziemlich einfach. Aber das zweite Mal, da gab es irgendeinen Haken, den ich aber leider nicht mehr weiß. Okay, Moment. Ich probiere das gleich mal aus. Meisterform, okay, gleich kämpfen wir alleine, denn die Meisterform braucht beide Gefährten. Oh shit, er hat uns getroffen. Okay, das passiert, wenn man in der Verwandlung von irgendetwas getroffen wird. Zumindest ein Teil von uns, sprich Goofy oder in diesem Fall Jack. Dann passiert genau das mit Sora. Er wird zu einem dunklen Viech. Und was ziemlich schnell ist, aber leider nicht allzu viel Schaden macht. Und ich glaube auch genau so kann man die Überform nämlich freischalten, indem man eine missglückte Transformation irgendwie hinbekommt. Und dann per Glück oder so wird diese freigeschaltet. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Dann müsst ihr mir auf die Sprünge helfen, da wäre ich sehr, sehr froh drüber. So. Ich glaube, den kann man, ja, den kann man im Schatten angreifen. Das ist der Luxus hier in dem Level. Ja.
Damn, da kommen mir gleich wieder Hollow Bastion in den Sinn mit dieser Musik und der große Jahrtausendkampf, der einfach so episch war. Okay, gleich ist er down, er hat nur noch ein einziges Leben. Ach, Jack wirft diese Bomben. Ich hab gedacht, diese Bomben sind böse. Dabei ist Jack das, der diese Bomben wirft. Okay, können wir denn ein Limit einsetzen? Yeah, Bluff. Säbelrasseln. Wo ist der Gegner hin? Ach, da hinten. Ja, cool. Böse Überraschung. Leider komplett verfehlt, aber okay, der Gegner ist doch ein bisschen schlauer, als wir gedacht haben. Zack! Okay, ich wechsle wieder zur Drive-Leiste. Moment, wo ist eigentlich... Ah, hier ist Rufen, okay, aber ich habe gerade momentan keine Magie. Ach so, genau, weil wir ja das Limit eingesetzt haben, stimmt, das verbraucht ja die komplette Leiste. Ja, das hat ja mal nicht so viel gebracht, Freunde. Aber egal, der Herzlose ist gleich down. Der war überhaupt keine Herausforderung, weil er vor allem auch überhaupt nichts abzieht. Und das war's. Freund Boost. Maximum HP, Charmeur und HP Maximum. So, Freunde, und jetzt wäre eigentlich die Folge auch schon wieder um, wenn wir strikt nach dem 15 Minuten gehen, schon nach 2 Minuten. Also schon vor 2 Minuten. Oh, Jutta! Und jetzt zu dir. Werft ihn über Bord. Ei, ei. Perle! Wie bitte? Perle? Das entstammt dem Piratenkodex. Wenn ein Gegner wünscht zu verhandeln, darf man ihm nichts antun, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wir haben keine Zeit für Regeln. Stimmt, aber als ehrenwerte Piraten halten wir uns immer an den Kodex. Meinetwegen. Also raus damit. Ich übergebe euch diese Truhe und entschuldige mich aufrichtig. Überraschend entgegenkommend von dir. Und was willst du dafür? Nur ein paar hiervon. Als Erinnerungsstücke. Was? Oh nein, wir können den Fluch aber nur aufheben, wenn wir alle Medaillons haben. Gleich weißt du, was passiert, wenn man einen Kuhhandel mit Piraten macht. Ah. Zora, Donald, Goofy, los! Du hast schon wieder ein Medaillon geklaut. Und wann hätte ich das wohl anstellen sollen? Wieso? Bist du jetzt plötzlich ein Skelett? Vielleicht hat ja ein bisschen Fluch den Besitzer gewechselt beim Kampf gegen dieses Monster. Aber wieso ist an euch dreien noch Haut dran? Weil wir nicht tierisch sind. Was schaust du mich so an? Das löst noch immer nicht das Geheimnis. Donnerwetter! Vielleicht sind wir deshalb unversehrt, weil wir nicht aus dieser Welt stammen. Hier herrscht eine adrote Schätze. Ja. Wir gehören hier nicht her. Wann sind wir bloß wieder zu Hause? Zora! War bloß ein Scherz. Gut, dass der Fluch nicht auch uns traf, was? Nicht festquatschen, Freunde. Wir brauchen dringend einen schwimmenden Untersatz. Okay,
Tja, an dem Argument von Goofy ist was dran. Ach du Scheiße, da hat uns, oh, Federamulett. Der Typ einfach mal von Bord gefegt und uns samt Schiff in die Luft gejagt. Das ist, naja, sollte einem Piraten natürlich nicht passieren. So, ich würde aber sagen, wir speichern mal hier. Ding. So, und dann bin ich gespannt, was für ein Level haben wir denn jetzt? Immer noch 32, oha. Okay. Wir reden mal mit Goofy. Sieht so aus, als würden Schiffswracks hierher getrieben werden. Vielleicht gibt es ein Schiff, das noch zu gebrauchen ist. Sehen wir mal uns mal um. Extra rot geschrieben. Ja. Natürlich sollen wir uns umsehen. Was denkst du denn? Hier bleiben? Oh, Jack in seiner Club. Oh, scheiße. Ja, richtig. Da war doch was. Okay, Moment. Goofy? Komm mal her. Alter, jetzt geh mir nicht auf den Senkel, mein lieber Piratenkumpel. Jetzt überlass uns mal. Alter, machen wir es halt so. Ist mir auch wurscht. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Alter Schwede. Und schon wieder ist er in drinnen, Mann. Da, wo ich ihn nicht angreifen kann. Verdammt nochmal. Okay, wie war das nochmal mit Magie? Ups, nee, so war das nicht. Genau, so wollte ich das. Okay. Jetzt gehen wir zurück und verkloppen die Wichser. Das kann ja mal nicht anstehen. Was, der Herzlose ist auch wieder da? Ja, das ist echt dumm, Mann, dass man die... Also, dass diese Felder hier hätten sie echt ein bisschen größer machen können, weil man macht denen so wenig Schaden, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob man sie im Mondlicht oder nicht angreift. Ach komm, jetzt kommt halt her, Mann. Alter, da greift man den einmal an und der ist direkt wieder da drin, Mann. Was macht man denn da? Was soll man tun? So, jetzt aber. Ja, klar, Alter. Das ist echt schwierig, Freunde. Also, ich weiß nicht. Als Kind hat mich das schon genervt. Das kann ich mich noch ganz genau erinnern. Aber so schlimm, wie es jetzt ist, das ist echt krass. Weil, wie gesagt, hier haben wir ein kleines fucking Feld. Oder warte mal, das Feld ist ja größer, als ich dachte. Ich dachte, das... Nur das hier. Ah, okay, da kann man ihn also auch noch angreifen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es mein Fehler. So, jetzt seid ihr in meiner Combo gefangen, ihr Wichser. Jetzt gibt's aufs Maul. Ah, diese Schüsse nehmen so viel weg, ne? Im Gegensatz zu unseren Hieben. So, das war's. Oh, hä? Ach so, hier. Was ist da? Da ist was runtergeklappt. Schon wieder? Irgendwer klappt hier Türen um. Oh, da ist schon wieder der nächste Pirat. Alter, das macht schon Schaden, ne? Ich besiege auch ganz bewusst diese scheiß Wichser, Freunde. Nicht, dass ihr denkt, ich verschwende hier meine Zeit und maul nur rum. Nein, wir müssen die besiegen. Denn wenn wir sie nicht besiegen, dann werden wir permanent unterlevelt sein und dann wird das Ganze nur noch schwieriger werden. Das kann ich euch versprechen. Alter, diese blöden Schüsse. Ich sollte vielleicht mehr die Situationskommandos nutzen. Das wäre, glaube ich, wirklich eine Idee. Okay, war es das schon? Gut. Sehr schön. Dann heal ich uns. Ja, bitte, bitte. Ein Medaillon, schnappt es euch! Ah,
ein Medaillon. Oh, putain de merde. Ja, genau. Man muss das nämlich in einem Zeitlimit, glaube ich, holen. Ansonsten muss man es nochmal machen. Und deswegen müssen wir jetzt Damage draufkloppen. Oder zumindest beim letzten war es so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwo... Ach genau, so war das. Die verschwinden nach einer Zeit. Und man muss die töten, bevor sie verschwinden. Ansonsten gehen sie weg mit dem Medaillon. Und dann kann man es nochmal machen. Fehlen noch drei. Woher weißt du das? Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar soweit? Ja? Was ist das? Ahoi, Freunde! Lol. Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Oh ja. Eine Piratenbraut ist aber alles, was sie nicht ist. Die Kleine, die hält sich auch für so eine... Das ist so eine kleine sexy Julia, ne? Die denkt auch, sie wäre voll am Stissel und so. Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Grauenhaft trifft es. Ah, und wem habe ich das zu verdanken? Hm? Jedenfalls nicht Elizabeth. Oh. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kapuze und hat die Piraten und seine Kreatur in ein seltsames Loch genommen. So. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen, ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Die Kreatur bleibt unverwundbar. Oha, also hat der Fluch auch den Herzlosen getroffen und der kann jetzt auch nicht getötet werden. Der ist auch unsterblich. Das ist schlecht. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons. Was? Sieht so aus. Ich würde aber sagen, wir bleiben mal. Oder warte mal, wo waren wir da? Hier, Isla de Muerta. Eigentlich möchte ich hier zum Schiffsfriedhof. Da, wo wir ja eigentlich waren. Warum zum Tor? Ah, da ist es schon. Ach genau, da. Oh, shit, shit, shit. Wie komme ich denn da runter? Na, blöd. Nee, jetzt... Och Gott, das ist scheiße. Ja genau, das war's nämlich. Man muss die in einer bestimmten Zeit besiegen. Ansonsten ist das scheiße und so. Und das mit drei. Okay, ich bin gespannt, wie ich das mit dem Keyboard jetzt hinbekomme. Okay, ich würde sagen, wir springen hier durch. So, direkt zu dem Penner hier. Bam. Okay, 20 Sekunden sollte machbar sein. Vor allem, wenn er nicht wegrennt die ganze Zeit. Huia! Aber eigentlich ist auch nur der letzte schwierig. Alle anderen sind eigentlich easy. Okay. Das war's aber, oder? Fürs Erste. Jetzt kann ich nämlich Truhen einsammeln. Haha, Abilitime, juhu! Ja, wieder mal ein Abilitime gefunden. Sehr schön. Oh, ich erinnere mich, mit dem Anker konnte man irgendwas machen. Ach komm, Sora. Wow! Puh! Okay. Den konnte man irgendwie rumschwingen. Schwingen wie mein Dödel. Und in alles reingreifen. So. Oh, ich glaube, da kommt schon der nächste, wenn wir hier um die Ecke gehen. Oh, Orichalcum. Uiuiui. Ein sehr interessantes Erz, mit dem wir viel anfangen können. Muss ich nochmal hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Nee. Oh shit, es war doch hier. Okay, ich muss den Herzlosen finden. Ich kacke jetzt... Ach, da hinten ist er. Ich scheiß jetzt einfach mal auf die scheiß Piraten, sondern renn dahin. Ah, die Klappe geht auf, damit das Mondlicht durchkommt. Jetzt verstehe ich das. Deswegen gibt es diese Klappen mal so. Das finde ich ja sehr sozial. Denn ohne diese Klappen wäre das wohl sehr, sehr viel schwieriger. Alter! Lasst mich durch!
du Wichser. So, das war's. Ein weiteres ist uns so. Okay, Moment. Und gleich mal übertreiben hier, ihr Wichser. Haha, Kombo. Bam. So, jetzt könnt ihr alle kommen, ihr kleinen Penner. Jack kümmert sich um den hinter mir. Dann kann ich mich um die zwei vor uns kümmern. Oder auch um die drei, so wie das gerade läuft. Ach du Kacke. Oh, Limit kann ich ja nicht einsetzen, weil ich keine Magie zur Verfügung habe. Okay, Alter. Warum gehen diese Ausfallschritte nicht? Bam. Verpiss dich. So. Gegen die Piraten kann man das wunderbar machen, da man hier, oh, sehr, sehr viel Schläge braucht. Okay, jetzt muss ich mich aber kurz zurückziehen. Weil die schon einiges abziehen, Alter. So, verpiss dich. Ja, die Heldenform gegen die Piraten einsetzen ist sehr gut, weil die sehr viel Schläge aushalten. Und mit Heldenform kann man einfach viel mehr Kombos machen. Oder sprich, eine größere Kombo machen. So, jetzt geht's aber ab hier. Ja, versuch mich mal in der Luft zu treffen mit deinem scheiß Ausfallschritt. Kann's vergessen, mein Freund. Nein, nicht den angreifen, sondern der hinter dir, mein... Ah, Sora. So, genau den hier. Bam. Und jetzt wieder zurück. Ja. Sehr, sehr schön. Moment. Und weiter geht's. Genau so will ich das sehen. Genau so will ich das haben. Okay, Ausfallschritt. Scheiße. Okay, Jack ist K.O. Komm her. Komm her. Komm her, du kleiner Pimmelkopf. Okay, nicht so. Sondern so. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Hat mich wer vermisst? Ich schon. Aber es ging auch ohne dich. Das war ganz okay. Okay, wir trainieren anscheinend ein bisschen, weil wir eh gerade in die falsche Richtung gelaufen sind. Aua. So, dann bekommen wir vielleicht die Heldenform auch in die maximale Stufe. Allerdings muss ich aufpassen, dass mein Leben jetzt nicht gerade flöten geht. Alter, Sora, jetzt... Alter Schwede, also Schaden machen die Arschlöcher. So, okay. Noch einen. Wo ist er? Der letzte? Oh, okay. Ah, Moment. Oh. Okay, Herzlose sind kein Problem. Da kann ich noch ein paar Schläge landen. Aber ich würde gerne auf die Black Pearl zurück. Weil dann bekomme ich meine Dingens zurück. Oh, da kommen immer mehr. Los, Sora! Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben die Dry-Form wieder auf Maximum. So. Oh. Das ist immer noch schwach. Lol. Okay. Dann gehen wir nochmal dahin. So, Freunde. Aber ich würde sagen, die letzten oder die anderen zwei Medaillons... Oh, Moment. Mach doch Pause hier. Scheiße nochmal. Die nächsten oder letzten zwei Medaillons holen wir uns im nächsten Part, denn für heute ist die Zeit auch wieder um. Wir haben jetzt 33 Minuten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, wie ihr das findet. Findet ihr das angenehmer? Weil, wie gesagt, Kingdom Hearts ist ein ziemlich storylastiges Ding. Und wenn wir eine halbe Stunde machen, können wir einfach viel mehr durchkloppen, wie wenn wir irgendwie jedes Mal 15 Minuten machen. Das, ist meine Frage an euch. Tja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Port Royal bei Kingdom Hearts 2 mit mir, Sephiron. Ciao.